Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Battle Royale Arma 3. Und wir sind auch schon gleich hier im Flugzeug. Hagbard ist auch wieder dabei. Mittendrin statt nur dabei. Was? Mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei, ja. Ja. Hagbard? Ja. Bei mir sitzt ein Psycho im Flugzeug. Der hat ganz schwarze Augen. Ja. Was guckst du mich an? Bist du das, Hagbard? Ja. Moin! Was geht ab? Genau, aha, yeah, aha, yeah. Aber hast du die unten, die Symbole auch alle mit den Flugzeugen und so? Ich hab hier so Symbole. Verrückt. Okay, Luke geht auf. Hagbard, Mann, wo machen wir denn diesmal unseren Treffpunkt? Wieder Tempest? Tempest, ne? Ja, wieder Tempest. Alles klar. Ich kann mein... Jetzt, ist offen. Gut, 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 gut. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Lass mich kommen, lass mich meine Map öffnen. Kids never return from here. Or here. Habe ich hier. Ach, dieses scheiß Steam-Dings, ne? Jedes Mal öffnet sich einfach. Ja, ich habe den Wegpunkt gesetzt und mache mich jetzt auf den Weg. Jo, ich auch. Good luck and have fun. Sag mal, du Hagbard, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar, bei einigen Folgen hat ja meine Aufnahme immer so komisch gestoppt und, deswegen sind mir ein paar Folgen abhanden gekommen. Und ich glaube, das passiert jedes Mal, wenn sich dieses Steam Hub öffnet. Dass die Aufnahme dann irgendwie anfängt zu stoppen, weil ich dann rein theoretisch aus dem Spiel raustappe oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber eigentlich kann das nicht sein, weil die ganzen anderen Folgen sind ja auch einfach so verschwunden. Ah, ich bin ratlos, planlos. Ich kann es dir nicht sagen. Nee. Wie ist ein Docstory als Aufnahmeprogramm? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Hä? Ich dachte, das hast du. Nee, ich bin Twitch-User. Ah, das ist so. Twitch. XSplit. XSplit. Achso, ja, das funktioniert bei mir aus irgendeinem Grund nicht. Aber das mag ich auch nicht so gern. Oh, ich find's ganz gut. Meinst du, wir schaffen es bis dahin? Weil ich scheine echt schnell an Höhe zu verlieren. Irgendwie scheinen ja, wir diesmal auch weiter weg rausgeschmissen worden zu sein. Ah, wir sind gerade, also ich bin gerade direkt über der Stelle, wo wir da letztes Mal gewonnen haben. Ja, stimmt. Flieg, Vögelchen, flieg. Ich guck mal hier die Straße entlang, ob ich hier irgendwo vielleicht ein Auto. Da unten ist auf jeden Fall ein Auto, aber ich weiß nicht, ob es noch heile ist. Ja. Ja, hier unten sind Autos, aber eventuell schaffe ich es auch so. Ja gut, 300 Meter. 350 Meter. Ich bin hier an irgendeinem Schrottplatz. Ich werde mich erstmal hier equippen. Ich werde erstmal hier landen und mal gucken, was hier so gibt. Okay. Also ich bin schon relativ in der Nähe von dem Tempest da. Ich bin einen Kilometer weit weg. Scheiße. Aber hier gibt es auf jeden Fall Autos. Ich könnte auf jeden Fall mir gleich ein Auto schnappen und in Richtung Straße nach unten mit dem Auto fahren und dich dann da einsammeln. Mogel? Neperinio? Irgendwas? Was ist da los? Was? Hast du das auch gesehen? Nee. Irgendwas auf Kyrillisch hier. Oh geil, ich lande direkt in dem Zaun von der Tempest Base. Ich muss mal hier bremsen. Ah, scheiße. Boah. Ja, nochmal Glück gehabt, ey. Bombingzone beginnt in 5 Minuten. Und mit ein bisschen Glück ist das Ding nicht direkt bei mir. Ja, hier wo ich jetzt bin, gibt's natürlich gar nichts. Scheiße.
Ah, bei mir gibt's auch nur 6,5 mm Munition. Bisschen anderen Quatsch. Hier noch ein Backpack. Boah, ja, nice. Ich habe hier zwei Medics gefunden und ein Visier. RCO. Alles mitnehmen. Ah, und dann gleich weiter gucken hier. Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Hier habe ich noch einen Helm. Und wieder ein AMP-Visier irgendwie rot oder so. Und noch ein M4. M107 Munition, ey. Okay, nachgeladen und wieder ein Heilpack. Und ein Holosight, also Visiere, diesmal echt en masse hier. Und noch eine M4, allerdings mit Granatwerfer. Ja, sehr gut. Die sieht natürlich wesentlich schicker aus. Stopfe ich mir gleich ins Backpack für dich. Ja, ich bin jetzt gleich da, noch 300 Meter. Hast du irgendwelche anderen Leute in der Nähe gesehen? Beta C-Mac. Gar nichts. Nichts gesehen. Gar nichts. Na gut, das ist natürlich auch gut. Hier ist noch eine Knarre. Nehme ich auch noch mit. Und eine dicke Schutzweste. Und ein Kampfanzug. Nice. Also ich sehe jetzt echt wie so ein Juggernaut aus, wie so ein richtig krasser Soldier. Rangefinder hier auch noch. Achtung, ich komme jetzt rein. Jep, komm ruhig rein. Waffen liegen hier nicht mehr. Habe ich ja schon eingesammelt. Ich bin jetzt bei den Containern. Ich bin in dem großen Container drin. Ne, der großen Containerhaus. Ja, warte da mal. Jupp. Bin jetzt oben drauf. Jo, ich sehe dich da rumflitzen. Oh, und hier ist dieser dicke Rizom-Revolver. Mal gleich alles mitnehmen. Ich lasse hier nichts hier. Oh, ich habe so viele Medipacks, Mann. Oh, ist richtig gut. Schalldämpfer für einen 9 mm auch noch gefunden. Und hier ist nochmal eine. Ach, das ist so eine 9 mm Kackpistole. Ja, also, besser als nichts. Ja, klar, besser als nichts, aber die ist echt ein bisschen Scheibenkleister. So, ich bin hier oben. Ja. Weil ich sehe echt heftig aus, ne? Davon muss ich erst mal hier einen Screenshot machen. Leider ist hier jetzt die Schrift so blöd im Weg. Ah, Screenshot. Oh, nice. Hier nochmal ein Fotoshooting-Screenshot. Er guckt immer so doof zur Seite. Gut. Genug von dem Fotoshooting. Hackbart, Waffen und alles habe ich hier oben in meinem Teil. Genau. Kannst du an meinem Backpack gehen, dann kannst du da raussuchen, was du willst. Aber nimm nicht alles an Munition raus. Bitte. Oh, ja. Ja, ist gut, ne? Also die M4 soll ich hier raus? Ja, klar, kannst du nehmen. Ja, und dann, Munition, würde ich sagen. Yep, duck dich mal lieber. Genau. 5 Erste-Hilfe-Kästen. Ja, nimm dir 2, ist kein Ding. Ich bin der Sunny. Ja, wie viele Magazine hast du jetzt? Du hast 1 drin und 2 in Reserve, ne? Ja. Ja, ist okay. Alles klar, dann go. Gehen wir hier runter, würde ich sagen, ne? Und dann hoch nach Jirja, wie immer. Ja, ja. Oh, der sieht echt geil aus, ne? Also da kriege ich einen, oh, da kriege ich einen Steifen, ohne Flachs, wie der Kollege hier aussieht. Sieht aus wie, wie heißt der aus Battlefield, der Schwarze, der maximal pigmentierte. Ja, stimmt, was soll ich? Ach komm, sag schon. Irish. Irish, genau, Irish heißt er. Ich sehe aus wie Irish. Irish on Tour. Rein theoretisch, wenn wir so einen Typen finden, der nichts hat, ne, den können wir ja auch mal ein bisschen quälen.
Was sagen wir? Lay down on the ground, lay down on the ground, don't move! Na gut, ein bisschen konzentrieren hier. Gehen wir rechts rum an der Küste, ne? Ja, wussten wir ja eh. Gut. Leider haben wir diesmal keine Minen. Nö. Genau, hier ging's lang. Ja. Unser geheimer Schmugglerweg. Okay, da oben ist schon der Turm. Ich habe ein Entfernungsmesser, das heißt, ich kann da mal rüber gucken, ob da einer rumflitzt. Hier ist eine Kiste, eine Abwurfkiste, direkt vor uns. Pass auf. Ja, sauber. Allerdings sehe ich hier keinen gerade. Nee. Nee, ist nix. Will die Abwurfkiste einmal überprüfen? Ja, sicher. Also, alles klar, ich gehe langsam ran. Scheint noch ungelootet zu sein. Hier sind Backpacks. Feldback schwarz und so. Helicore-Helm. Zieh mir mal das Teil rein, das ich hier auf dem Kopf hab. Ja, hier ist ein Ghillie-Suit. Echt? Ja. Zack. Noch einer. Achso, nee, war nur einer. Und hier ist ein 6,5 NATO-Schalldämpfer. Aber Waffen sind hier nicht, ne? Ich habe keine Waffen gesehen. Nee, irgendwie. Doch. Hier. Eine, oh, was? Eine M24 Desert. Oh. Die nehme ich. Mit Scope? Ja, hier liegen sogar zwei. Echt? Nein. Ja, doch. Scharfschützen-Dings. Aber ich habe jetzt kein Magazin dafür. Doch, liegt da. M24 Magazin. M24? Oh ja. Das ist natürlich nice, ne? Das M24-Magazin habe ich jetzt nicht mitgenommen. Hast du wahrscheinlich schon in die Waffe gemacht? Nee. Die sind weg. Jetzt auf einmal. Doch, nee, jetzt hab ich sie wieder hier. Also die andere, das Sturmgewehr habe ich trotzdem noch mitgenommen. Ja, ist auch besser. Nice. Krass, Alter. Nice. Das gibt's doch gar nicht. Das riecht doch wieder nach einem Gewinn, oder was? Ja, mal abwarten. Können wir auf jeden Fall schon mal nicht mehr auf den Nahkampf gehen, also nicht mehr so wirklich. Eigentlich brauchen wir nichts mehr, ne? Wir haben ja alles. Ja, aber trotzdem nochmal da hoch. Jetzt sind wir schon hier. Du rennst da gerade hoch, ne? Ja, ich sehe dich. Boah, ich könnte dich jetzt so wegschnecken. Oh, geil. Boah, ich bin hier gerade runtergesprungen vom Felsen. Geh jetzt hoch. Mhm. Hier liegen erste Hilfekästen. Ja. Licht hier im Helm. Ich habe alles, also ich bin komplett ausgerüstet.
ziemlich gut eigentlich. Kohle, die nehme ich mal mit. Boah, ich habe so viele Waffen im Backpack. Ah, das ist krank. Oh Gott, ich glaube, da unten war gerade was. Ganz sicher war ich mir aber nicht. Oh Gott, was machst du hier? Steh doch nicht einfach so auf die Mauer. Bin jetzt auf jeden Fall ganz oben auf dem Turm. Ja, 13 leben noch. 13 Leute sind noch am Leben. Hier oben liegt noch, noch eine M4. Ja. Warum kann ich die nicht in meinen Rucksack machen? Weiß ich gar nicht. Ist der zu klein oder? Das kann sein. Also ich habe so einen großen. Was ist denn am größten? Der Seesack? Ja, ich glaube ja. Aber wir müssen auf die Restricted Area aufpassen. In den Seesack passt es auch nicht rein. Ja, ich komme jetzt wieder runter. Yep. Wo bist du? Ich bin hier hinten bei der Kirche, bei dem Mausoleum oder was es sein soll, diese kleine ja, okay. Dings hier. Sitze hier mit meiner M4. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir so Richtung, Camp, wie heißt denn das Camp da? Camp Maxwell gehen, ne? Ja. 1,4 Kilometer. Wollen wir es auf den Weg machen? Warte, ich setze mir mal kurz einen Marker. Na, jetzt. Ja? Jo. Das, jo. Ja, gut, alles klar. Gut, danach kein Maxwell. Kilometer. Und 13 Spieler sind noch am Leben. Wenn wir uns abziehen, haben wir noch 11 Gegner. Oh. Nee, Quatsch. 16 leben noch. Jo. 16 leben 14 noch. Gegner. Das ist nicht wenig. Aber kann man schaffen. Irish packt alles. Ich würde gerne mit dem Scharfschützengewehr einen umholzen. Ja, deswegen kam ich auf die Idee, da zu Maxwell zu gehen. Dann kannst du nämlich rüberschießen nach, sag schon, Mike 26. Oh, es geht gleich los mit dem Restricted Area. Ja. Das, oh, wir müssen laufen. Aber richtig hart, nach oben. Nach oben? Ja, wir sind voll weit von der Zone entfernt. Wir haben 5 Minuten. Dachte ich mir auch gerade. Fünf Minuten, wir schaffen ein bisschen mehr Meter in der Sekunde. Ja, das könnten wir eigentlich schaffen. Rein theoretisch. Wird auf jeden Fall knapp. Yep. Aber ich weiß, dass hier ein Auto steht. Warte. Da so ungefähr. Kurz davor steht auf jeden Fall ein Auto. Ah, und das Beschissene ist, wir müssen über die ganzen Berge rüber.
But that look nice. Wir schaffen das. Die Hälfte haben wir, in den Viertel haben wir jetzt schon. Na komm, nicht der Scheißberg, Alter. Ich würde auf jeden Fall schräg laufen. Zickzack hoch. Oh, das wird knapp, ey. Ein Kilometer gleich noch. Gizmo, den habe ich irgendwo schon mal auf einem Server gesehen. Ich glaube, der hat mich mal abgeknallt, der Gizmo. Kann er jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Nee. Echt Hakengas geben, ey. Ja, der läuft hier so langsam. Ja, das ist berghoch, schräg, schräg laufen, so ein bisschen. 13 Spieler noch. Dass irgendwas explodiert. Explosionen? Ja, habe ich auch gehört. Ich glaube, ich habe dich verloren. Einfach immer weiter zur Linie laufen. Erstmal Hakengas geben. Jede Sekunde zählt. Achtzehn dead, 12 Leben noch. Oh. Ja, das sieht gut aus. Wir sind jetzt bei 1 Kilometer. Aber wir haben ein bisschen lange gebraucht. Boah, die sterben aber wie die fliegen gerade, ne? Ja. Oh, 2 Minuten, Alter. Boah. Gas geben. Jetzt kommt hier so ein richtig beschissener Riesenberg, ne? Mhm. Das ist natürlich richtig geil. Da renne ich schräg hoch auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ich will doch einfach nur in die Restricted Area. Ich meine, vielleicht schaffen wir es noch so gerade mit ein bisschen Schaden reinzukommen. Also wir haben ja auch ein Heilpack, dann können wir uns noch ein bisschen hochheilen. Nicht vergessen, ne? Oh, da oben ist schon wieder irgendwas explodiert, da sehe ich die Rauchwolke. Es kommt alles da aus der Nähe von Mike 26, glaube ich, ja. Und 600 Meter noch, dann bin ich in der Zone drin. 60 Sekunden. Oh, jetzt wird es echt heftig. Also ich laufe wie ein Irrer. Ich auch. Ich habe noch 400 Meter. Ich glaube, das schaffe ich. In 60 Sekunden, naja gut. Ein bisschen Schaden werde ich wahrscheinlich kriegen. Wir können uns da neu formieren, wenn wir da in der blauen Zone endlich angekommen sind. You are outside the play zone. Oh, es geht los. Ich hab noch 200 Meter. Mach mal meinen Navi auf. Ich glaube, ich bin. Jo, ich krieg Schaden. Ich
Krieg Orgatan.160 Meter noch, komm schon. Komm schon. Und jetzt natürlich bergauf, ne? Aber ich sehe schon die blaue Markierung. Okay, jetzt kann ich mich schon verarzten, aber mache ich noch nicht. Ja, ich glaube, ich bin gleich drin. Ja. Und ja, Ziellinie überquert. 10 sind tot. Und verarzen. Oh, gerade so geschafft, ey. Komm schon, Hackbart, komm schon. Laufe. Siehst du mich? Nee. Keine Ahnung, hier ist alles voller Wald. Ich sehe ja gar keinen. Ich gehe ein bisschen weiter in die Zone rein, falls sie sich nochmal gleich verkleinern. Das gibt's doch nicht, ich muss jetzt langsam mal drin sein. Ah ja, you're back in the zone. Okay. Dann lass uns mal bei den Koordinaten Breitengrad 45 und Höhengrad 36 treffen. Genau beim Kreuz. Sag die Koordinaten nochmal. Breitengrad 45, Höhengrad 36. Neun tot, Alter. Sieben Gegner noch. Das geht Keine richtig Ahnung, fix wo das gerade. ist. Kannst du mal, Zoom doch einfach rein auf der L-Karte. Ist direkt in der Zone. Da, wo wir eigentlich reinkommen. So, und jetzt die Koordinate Nummer Nee, 46. 45, 36. 45 ist die vertikale und 36 die horizontale. Ich bin da, das ist ein Weg. Stehe hier mitten auf dem Kreuz. Ich habe jetzt mal bei 45, 43 habe ich jetzt einen Punkt gesetzt. 45, 43. Das ist aber richtig weit weg hier von mir. Boah. Übel. Das ist ja 600 Meter. Your map has been updated. Wir sind wieder aus der Zone, oder? Nee. Ich bin aus der Zone. Oder? Ja, komm Ich wieder. muss wieder in die Zone rein. Also, ich gebe erstmal Hackengas in die Zone. Ich meine, irgendwann ist die Zone so klein, dass wir uns eh wieder treffen. Ah, ich habe aber auch echt noch keinen erschossen, ne? Nee. Gar keinen. Und ich krieg schon wieder Schaden, ne? Alter. Bin drin. Wieder back in the zone. Ach so, Osprey. Also wir müssen auf jeden Fall weiter in die Zone rein, weil sonst wird es zu knapp hier. Sonst ergeht das uns wie in der letzten Folge. Also in irgendeiner der Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Wo wir die hyper krassen Waffen hatten, aber dann aus der Zone rausfahren. Play is now restricted to the area inside the blue cycle. Oh. Das Ding wird echt rapide kleiner, ne? Ja. Sieben tot. Alter, fünf Gegner noch. Das riecht nach Sieg.
Ja, ich bin wieder in der Zone. Na, ich auch schon. Schon eine ganze Weile. Ich bin gerade auf dem Weg in die Mitte. Ich marschiere hier gerade hin. Gesehen habe ich So aber kann echt ich noch gar keinen. mich irgendwie nicht selbst behandeln. Boah, ich wurde erschossen. Oh, ich hab's sogar gehört. Von der Sniper. Ein Schuss und ich war tot, ey. Richtig krass. Oh Mann. Hackwart. Na gut, dann wird das wohl das Ende der Folge, dieser Folge zumindest sein. Und dann geht es morgen mit einer weiteren Folge weiter. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Und ich denke, das wird Hackbart auch tun. Jo, haut rein. Haut rein, sagt er. Okay, tschüss.